Oh, Überraschung. Vom Reichstag ist da richtig was los. Da durften ein paar tausend sein. Die Polizei rollt auch schon an mit Mannschaftswagen. Hat der eben nur gepfiffen. Ja, da sind sie ja schon. Ja, ja. Unsere Freunde. Mannschaftswagen abrollen. Was denn? Das ist auch leer. Schön zu sehen, auch hier wird meditiert. Klappt, läuft. Ah, da ist ja der allseits beliebte Trompetenwagen von der Polizei. Sorry, wenn ich die Kamera nicht richtig ruhig halten kann. Hier ist ein heftiger Wind am Start. Fliegt gleich der Torpedo, kenne ich eins. Natürlich, vom Kanzleramt stehen auch noch zwei Wagen. Na, mal gucken, was das wird. Schon los? Es ist jetzt 5:30 und die ersten werden anscheinend schon abgeführt. Ich habe 8-fach Zoom, das reicht. Der Karl zoomt sich die Nasenhaare von ihnen ran. Nee, hat eine Maske auf. Kann ich nicht. Facebook gesperrt, geht gar nichts. Und live bin ich schon seit 4 Wochen oder so gesperrt für live, vorsorglich. Da sind sie, der schwarze Trupp. Da sind sie schon wieder dran, ein auszubaldobern. Nee, ich vermute echt, da ist der Trupp, der Greifertrupp. Die picken sich gerade eben wieder raus. Aber du, so weit sind die Bullen von uns nicht weg. War denn die Demo nicht genehmigt hier? Nein, hat da gar keiner angemeldet. Wir alle sitzen in der Falle. In der Merkel-Falle, in der Gates-Falle und bald in der EU-Falle, weil ich vermute, dass die diese Immunitätsnummer da mit dem Ausweis, Immunitätsausweis, dass die dann über die EU kommt. Hab da ersten auch mal. EU. Aber was ich eben auch immer wieder schrecklich finde, wie viele Banner und Plakate runterhängen am Rosa-Luxemburg-Platz von den Häusern. Wo drauf steht unteilbar, also steht da überall dasselbe drauf. Stay at home, verschwindet. Und dann siehst du, wenn die Demo zu Ende geht, die eingepackt wurden, stehen ja wohl Leute mit dem rum, und dann gehen die mit den Plakaten in die Polizeiwagen. Wa? Voll die Wohnung gekapert da am Rosa-Luxemburg-Platz. Also, die Leute bleiben stehen. Ich hab die alle fotografiert. Sehr schön, sehr, sehr schön. Sind nur ein paar abgehauen, ein paar sahen nach Antifa aus, die sind abgehauen. Die waren total schwarz wieder
bekleidet, die sind jetzt weg. Oh, 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 da geht's los. Mist, durch die Sonne sehe ich nichts im Display. Ich hoffe, ich erwische die noch. Naja, wenn man Faschisten sucht, weiß man, wo man sie findet. Mir fällt zu den Polizisten nichts mehr ein. Immer schön brav Befehle befolgen, wie im Dritten Reich. Ab wann sollt ihr ein Ziel sein? Was ist los? Naja, mittlerweile hat sich da ja ganz schön was angesammelt und wie wir sehen, fahren die gleich weg mit ihrer Beute, die sie gemacht haben. Ob die wieder ins Gesar oder wie heißt es, Gefangenensammelstelle kommen. Jetzt kommen die Greifer und holen sich die nächsten, wie es aussieht. Hinter uns ist eine Abgesandte in der grünen Weste. Na klar, die sind doch gesehen, guckst du dir an, die kleinen Polizei. Zivile. Da haben wir wahrscheinlich recht. Ja, da kommt wieder was, da kommt wieder was. Schild, Hundertschaft, alle hierher, ein Schild. Da vorne sind sie ja wieder. ARD ist natürlich auch dabei, kotzübel. Mal gucken, reden wir garantiert wieder über Verschwörungstheoretiker. Und ganz, ganz böse Rechte, die hier angeblich sind. Wir kennen ja unsere Drecksstaatspropaganda. Jetzt! 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 Jetzt!
Klasse. Hey Hahn, alte Socke. Leider nicht zu verstehen, was Sie sagen. So, dass dieses Immunitätsnachweis wahrscheinlich eine Forderung werden wird, die aus der Idee EU kommt. Warte, wir müssen mal kurz. Kommt der nächste Wagen, um wieder Leute mitzunehmen? Haben Sie schon entleert den Wagen? Jetzt kann er neue mitnehmen. Da kann sich keiner rausreden. Das ist Merkels Demokratie 2.0, Freunde. Schade, dass Sie nicht mehr kommen. Ja. Und Herr Gates gehört doch ganz offensichtlich an den Leuten, die der NWO durchdrücken wollen. Ihr macht das ganz prima! Sehr schön. Die Tür klapperte von der Wanne. Wenn wir alle anpacken, können wir den Baum kippen. Ah, ein bisschen Abstand musst du halten. Guck mal, der Staatsgewalt. Ah, Staatsgewalt kommt wieder im Pulk. Es ist wieder Greifzeit. Jetzt wird in Ruhe geguckt, wen man sich denn wohl greifen kann. Das Ziel wird festgelegt. Und gleich geht's los, Freunde. Irgendeine arme Sau muss wieder gleich dran glauben. Oh, sie picken sich wieder einen raus. Das Opfer wird festgelegt. Ob die beiden auf dem Aussichtspunkt vielleicht bestimmen, wer gegriffen werden soll, wir wissen es nicht. Aber sein kann natürlich alles hier. Ah, jetzt kommen sie richtig im Rudel hier. Weiß nicht, das sind so einige hier. Es wird sehr ungemütlich, Freunde. Es sind bestimmt 30, 40 von denen. Thank you.
Da lauert ja auch noch ein Sturmtrupp. Kann man nicht davon aus, dass sie einen Grill festformen oder so. Ist ja verboten. Fragen, Sicherheitsabstand einhalten! Auf jeden Fall! Ich möchte nicht, dass wir eingegast werden! Adios Grundgesetz! Missing kann man nicht, bis jetzt war alles schon gut. Missing. Kommt richtig der Nachschub? Soweit das Auge sieht, kommen die wann? Freunde, ich hab einen Plan. Die kesseln uns ein und ziehen uns einzeln raus dann. Laut Telefonkonferenz. Laut Telefonkonferenz wollen. Jetzt guck doch mal hinter uns. Ja, haben Sie doch gerade gesagt, das ist doch der Grund, warum ich hier abhaue. Da kommen Sie rein, den nächsten. Ja. Hagen, geh doch mal ein Stück. Bitte. Lass uns mal lieber nach rechts gehen, oder? Ich rede doch gerade mit ihm. Hör doch mal auf jetzt. Ich muss da lang, da steht mein Auto. Absolute Schande, sowas. Sind jetzt hier vom Berlin-Pavillon. Nach 18. Alles klar, mach mich. Ich bin zu Hause, ich hab vorher die Sitzung bei uns. Noch nicht so sicher, weil die richtigen Probleme. So, eben war jemand so freundlich, von aus mein Handy neu starten zu lassen, mitten bei der Aufnahme. Also Spiele kenne ich doch. Also ist das Handy jetzt auch enttarnt mit der Inkognito-Nummer. Habe ich gar kein Handy mehr, mit dem ich noch irgendwas machen kann. Na, hervorragend. Corona, jetzt hat man dieses Virus als Anlass genommen, um das Finanzsystem kontrollieren. Also reicht zumindest ein paar hundert Meter weit. Ja, ich würde es über Stream machen. Da können die Leute, weil Radios kosten nicht so viel Datenvolumen, ist das? Doch, funktioniert. Wie geht's dir denn? Ihr habt mich doch auch nicht gefragt, als ich Shutdown gemacht habe. Lieber, hat mich doch nicht gefragt, Mensch Bürger, wie sieht es aus, bist du damit einverstanden, wenn man das Land für den Ekel zu Ich habe meine Mama sie nicht gesehen im Pflegeheim. Heute den ersten Tag. So, jetzt geht's los, Freunde, Abzug. Das ist jetzt die finale Durchsage. Ein paar Meter zurück. Unter Besatzungsrecht. Also könnte es sein. So, die Polizei treibt jetzt die Leute hier vom Platz wie Vieh. So, das heißt, wir haben hier gleich die Polizei hier. Oh, da sind die Helden. Merkels Helden haben heldenhaft die Leute vom Platz getrieben. Was für brave Typen. So, Freunde, jetzt stehe ich hier hinterm Brandenburger Tor. Und guck an, da ist auch schon wieder ein Trupp, der sich hier eher zu bewegt. Die Demo ist aber genehmigt hier, das ist die Free Assange Demo. Ich verstehe nicht, was die jetzt hier aufführen. Kommt die zweite Einheit. Ich finde das jetzt alles ziemlich bedrohlich hier in unserem Polizeistaat. Ja, ja. Wir haben sie in die Richtung gescheucht. Ja, da
Ja, die haben einen richtig krankenhausreif verarbeitet. Der hatte Tritte in die Niere gekriegt von einem dieser sogenannten Armband. Heute. Ja, ja, vom Reichstag. Also ich finde es jetzt sehr unangenehm, diese Leute irgendwo im Rücken oder vor mir zu haben. Niemals im Rücken, die greifen von hinten zu. Ja. Die steigen sich an und wenn der eine ihn gegriffen hat, kommen fünf andere und da werfen sich mit drauf. Ja, es ist schon eine ganz. Ich meine, die sind alle aufs Grundgesetz vereidigt. Da stehen ja noch mehr da hinten. Ja, also es waren drei Blöcke, drei Einheiten. Was wollen die hier? Das sind die Leute, die sie durch den Tiergarten. Weiß nicht, ich sehe nur auf dem Display. Ich hoffe, ich habe die erwischt. Naja, ich kann nur empfehlen, am Samstag um 13 Uhr aufzukommen.